Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Ist wieder eure Josie mit einer Folge der Twitch Clips Germany. Wir sind, es sage und schreibe schon bei der Folge 195 und die heißt Bier mit Schuss. Und ja, wir gucken mal. Feine Katze ist heute der Intro-Macher und wir gehen rein. Ihr kennt es ja, da haben wir das Ganze. Und wisst ihr was? Ich muss mal eins sagen, da hat ja im Hintergrund da ein Holi-Poster. Ich hab Holi und wisst ihr was? In dieser Holi, das ist die mit den Bären drauf, der Shaker. Wisst ihr, was da drin ist? Genau das, was er da hinten drin in dem Poster drin hat. Nämlich die Adler-Version. Ich trinke jetzt auch mal einen Schluck. Ich habe das jetzt ja schon eine ganze Weile. Und ich muss sagen, das Zeug schmeckt echt genial. Nicht jedes ist meins, aber nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und bevor die Frage kommt, nein, ich habe noch keine Kooperation mit denen. Ist angestrebt, aber noch nicht im Laufen. Und ja, mal gucken. Aber wir starten jetzt rein. So, und hören uns an, was er zu sagen hat. Viel Spaß euch. Jetzt kommt für Sie Twitch Tips Germany! Ja, also mit Coelix, er geht alles. Ja, es war ein schöner Einstieg und man hat denken können, er hat eine Lachgaseinspritzung oder an einem Heliumballon geschnubbelt. Das ist richtig lustig. Und was er da gesagt hat, das mit dem Go XRL, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist eins dieser Mischpuls, das ich auch im Auge habe und das ich mir irgendwann einmal gönnen werde, wenn ich denn dazu komme. Aber momentan habe ich hier mein schönes Onyx von Drast. Das ist richtig gut. Benutze im Hintergrund mein Voice Meter als Mischpult. Und da sind auch noch so ein paar Sachen. Da muss ich noch mal gucken. Ich weiß, dass man da auch mit ein bisschen agieren kann. Ich weiß nur nicht, wie man das über den Stream dann bringt. Das muss ich noch rausfinden. Aber da bin ich dran auf jeden Fall. Und wir machen jetzt mal hier weiter. Ja, müsste man mal hören. Aber wenn man das Geräusch hört, dann hätte man es wahrscheinlich gehört. Da war er wieder, der Spruch der Woche. Und unser Kistenkater ist nicht da. Ich gehe mal ein Stückchen zurück. Nein, das war zu weit. So, da wollte ich hin. Genau. Wenn man das Geräusch hört, dann hat man es wahrscheinlich gehört. Vom Riva. Und das ist schön. Es ist ein schöner Spruch. Und ihr habt ja gesehen, er spielt den Microsoft Flight Simulator. Und da muss man ja dazu sagen, das ist ja momentan so der 4090-Killer. Das muss das Microsoft selbst sogar einräumen. Und also Vorsicht beim Spielen von Flight Simulator, da auf die Einstellung achten, nicht, dass euch die Grafikkarte abrauscht. Aber schöner Spruch und ich freue mich, dass wir ihn dieses Mal sogar gleich am Anfang hatten. Danke, Daumen hoch von mir für die Leute von der Twitch Clips Germany. Digi, Alter. In Lost Kitten welchem in der Küche. Universum? Genau, so ganz geht. Das ist Mir nicht gut. gerade ein Spritzer von der Peperoni ins Auge gekommen? Ja. Ja, ist es. Ja, und das ist richtig übel, kann ich euch sagen. Deswegen auch kleiner Tipp so am Rande von mir als passionierte Köchin, Hobbyköchin wohlgemerkt, wenn ihr mit Chilis arbeitet und dann zieht euch vielleicht ein paar Einmalhandschuhe an. Erst weil ihr kriegt das Zeug auch auf die Finger dann, also wenn ihr keine Handschuhe tragt. Und dann kann es passieren, dass wenn ihr, auch wenn ihr euch die Hände wascht, dass das nicht ganz rausgeht, weil das ja tief in die Haut einzieht. Und dann geht ihr ins Auge und dann, boah, ich kann euch sagen, das ist richtig übel. Also vorsichtig sein. Und eins noch, wenn ihr es nicht so scharf mögt und trotzdem Chilis benutzen wollt, da ist unser Kistenkater gerade am Wachwerden. Gleich kommt er hier ins Bild. Wenn ihr Ch es scharf mögt, aber es nicht zu scharf wollt, macht aus den Chilis die Kerne raus, denn die Kerne sind das, was das Schlimme ist.
Da ist er, unser Kistenkater zu umarmen. Oh, guten Morgen, mein Schatz. Mama, ist die Katze uns heute Morgen wieder so auf den Geist gegangen? Ja, ihr hört gerade, unsere Katze ist momentan manchmal ein bisschen nervig. Die geht so nach dem Motto, oh, draußen ist hell. Oh, es ist viel zu spät. Ihr müsst aufstehen. Ich verhungere. Ja, nee. Ich mach mal kurz einen kleinen Moment hier Pause, beziehungsweise kurz den Ton weg. Wir sehen uns gleich wieder. So, ja, musste sein. Morgendliches Ritual. Ich weiß, ich hatte ja euch jetzt den Ton gern gegönnt, aber nein, alles müsst ihr ja auch nicht mitkriegen. Nein. War nichts Verfängliches. gut. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ja so ein bisschen was vielleicht vom Schnitt her merkbar ist, ich habe auf Twitch was gehabt, was ich jetzt in YouTube rausgeschnitten habe. Gut, aber machen wir weiter. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt gehabt und ihr habt ja gesehen, was passieren kann, wenn man nicht vorsichtig ist beim Kochen mit Chilis, dann kann es ins Auge gehen und das im wahrsten Sinn des Wortes. Weiter geht's. Wir liefen auf ein Ander zu, nur ich und du. Und ich brachte dir frische Gaben. Ein bisschen Fleisch und ein paar Blumen. Und für die Haare einen Kamm. Und für dein Gesicht einen Stamm. Hey, also das Lied war richtig schön, wenn man das mal so nimmt, bis auf das letzte Stück. Also das mit dem für das Gesicht den Stamm, das war jetzt nicht so schön. Im Hintergrund hört ihr es vielleicht, eventuell, ich weiß nicht, ob es übertragen wird, dass der Kistenkater wieder mit unserer Katze schimpft, weil, wie gesagt, die ist momentan wahnsinnig nervig. Kein Mensch weiß, warum. Es scheint wohl, sie ist wohl von den Frühlingsgefühlen übermannt. In Augen sah ich das Verlangen, darum ging ich zu dir und ich sprach dich an. Ich sagte, schön, es muss nicht Au, das tut weh. Au, das tut weh, auch wenn es lustig war. Aber das tut weh. Autsch. Wenn man den Pfannstand macht, sollte man schon sicher sein, dass man es hinbekommt. Ich hatte eher damit gerechnet, dass er oben die Scheibe rausschlägt, als dass er sich so weh tut. Aber, also ich würde es nicht machen, weil ich kriege einen Pfannstand alleine nicht hin. Gebe ich ganz ehrlich zu, dazu bin ich zu ungelenkig. Mutti hat auch eine Kanne mit Tee, okay? Eine Kanne mit Tee. So viel dazu, die Teetanne. Man kennt sie. Ich habe eine Teekanne, mein Gott. Das war Wortsalat in deutscher Reinkultur. Die Teetanne kennt man natürlich. Ich dachte aber eigentlich, sie hätte eine Teekanne mit Tee in der Kanne. Und keine Teetanne. Aber das ist lustig. Also, jetzt hatte ich gerade was im Kopf aus früheren Zeiten und jetzt ist es weg. Geht's euch das manchmal auch so? Ihr habt was, ihr könnt es nicht greifen, aber es ist doch da. Ja, so geht's mir gerade. Aber machen wir weiter. Im Himmel weint für Kelvin. Kelvin, wenn du jetzt hier hinkommst und den scheiß Baumstamm, den ich hier gerade reingeschmissen habe, nimmst, wenn er gerade auf der anderen Seite gelandet. Brauche ich Kelvin wirklich? Brauche ich dich wirklich? Kelvin, Schatz, brauche ich dich wirklich? Bin mir nicht so sicher. Ich schwöre, ich habe eh gedrückt, okay? Ich schwöre, ich habe eh gedrückt. Ich habe nicht versucht, ihn zu ermorden. Das hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. Aber wir kennen das ja. Also ich habe jetzt schon ein paar Streams mit den Sons of Forest gesehen. Und ich muss sagen, also Kelvin oder wie er heißt, ist wohl
wirklich nicht so ganz von der hellen Sorte. Sondern der hat manchmal echt komische Dinge drauf. Ja, ja. So, weiter geht's. Nein! Nein! Das kann nicht dein Ernst sein! Du warst tot! Die Phase war vorbei! Ja, war sie aber eben wohl nicht. Also, ja, irgendwie hat dem Protagonisten, also beziehungsweise dem Gegner, keiner gesagt, dass er, wenn er tot ist, auch wirklich tot ist. Ich würde mal ins Drehbuch gucken. Ich weiß, bei Spielen gibt es kein Drehbuch in dem Sinne, aber passt gerade. Ich wusste lange Zeit nicht, dass das For the Win heißt. Ich habe immer gelesen, fuck the what. Ich habe immer gedacht, wenn die Leute FTW schreiben, die haben absichtlich, what the fuck, rückwärts geschrieben. Fuck the what? Okay. Ich kenne auch nicht alle Abkürzungen, die im Internet benutzt werden. Muss man ja auch nicht, ist ja nicht immer wichtig. Aber das wusste selbst ich, dass das nicht dasselbe ist oder falsch rumgeschrieben ist. Also nur so am Rande. Genau. Manchmal ist Informieren ganz gut. See you. Wo denn? Ja, ja, so kann's gehen. So kann's gehen. I see you. Ja, klar, er muss ja dann irgendwo sein. Und wenn er nicht vor einem oder hinter einem steht, dann steht er über einem. Ist doch ganz klar. Jetzt habe ich mich angemalt. ja, ja, so kann's gehen. Aber, Moment mal, mir fällt jetzt gerade an, ICU, ist das nicht ein Lied von der Louis aus Avatar 1? Ich meine so. Hier geht's tatsächlich. Ach, von der Leona. Ich glaube es kaum mehr. Ja. Warum rennt man auch in diese Richtung, rennt doch in die andere Richtung, da ist die Wand, da passiert dir sowas nicht. Aber ich hatte das gestern auch, ich habe gestern gespielt, und zwar Mario Kart auf der Switch und muss dazu sagen, die hatten es auf mich abgesehen. Dreimal hintereinander und zwar innerhalb von wenigen Sekunden ein roter Schildkrötenpanzer. Das war richtig übel. Aber wisst ihr was? Am Ende habe ich trotzdem gewonnen. Da kommen nur Gefühlskrüppel bei raus, wenn man mit 12 Monaten sein Kind im Kindergarten reindrückt, damit man zu Hause, damit man schön brav dann arbeiten gehen kann, damit man die Kohle zählt. Was willst du denn machen, wenn du das sonst nicht leisten kannst? Du willst deinem Kind doch was ermöglichen. Ich hatte auch nur 3 Piep-7 im Portemonnaie und guck mal, was aus dir geworden ist. Ich kann nur stolz sagen, das ist meine Tochter. Ich habe ADHS und Borderline. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das ein Gespräch ist, was ich vor der Kamera führen würde über den Stream. Gebe ich ganz ehrlich zu. Mein Respekt, dass sie das getan hat. Aber, ja. Schwieriges Thema. Aber ein Hallo an unseren Kistenkater. Schön, dass du da bist und doch noch mit zuschaust. Freut mich. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch mehr dazu. Ja. Tot. Ich glaube auch, oder? Nee, der könnte wieder aufstehen. Ach, dir fehlt dein Bein? Dieses hier? Njam, njam, njam. Ja, wer ist jetzt das kranke Schwein von uns beiden, hä? Was? Das war jetzt weird. Er hat doch nicht wirklich allen Ernstes dem das Bein abgeschossen und das dann gegessen, während der Besitzer des Beins zugeschaut hat. Oh mein Gott. Manche Spiele haben weirde Dinge in sich. Mein Charakter sagt, ich bin müde. Ja, das ist schön. Oh mein Gott, ich habe was atmen gehört. Ach du Scheiße. Wie jetzt? Ah ne, das war ich selber. Okay. Man erschreckt sich vor dem eigenen Atmen. Hatte ich auch noch nicht.
Aber kann passieren. Also, Kiskeller, deine Frage zu beantworten, was das für ein Spiel war, das war Sons of Forest. Das ist eins der aktuellsten Survival-Games. Das ist vorletzte Woche, glaube ich, erst rausgekommen. Also, das ist doch relativ neu und wird deswegen natürlich auch sehr viel gestreamt. Und da gibt es wohl sehr, sehr viele lustige Dinge. Unter anderem den Begleiter, den du automatisch dazu bekommst, denn der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Jetzt mal rein theoretisch. Die schwimmen und baden gerade in Bier. Wenn der jetzt kommen sollte, ist das dann Bier mit Schuss? Ah, jetzt wissen wir, wie dieser Titel zustande kam. Bier mit Schuss. Ich weiß jetzt, warum ich Bier noch weniger mag, als ich es sowieso schon mag. Das ist ein Grund dafür. Also, nee, danke. Also, nee, muss nicht sein. Okay? Ich bin nicht. Tschüss! Doch, du bist ausgestiegen während der Fahrt und dein LKW fährt alleine weiter. Also rein theoretisch, ich sag jetzt mal nur so rein theoretisch, ist das eigentlich gar nicht möglich, weil wenn es ein normaler LKW ist, Fuß vom Gas, dann wird er langsamer. Aber der ist ja richtig davon gepaced. Manche Spiele, was Autos angeht, sind doch relativ falsch eingestellt. Aber sei froh, dass du wenigstens aussteigen konntest, ohne dass dir was passiert ist. Lord, Hilfe. Au, au, au. Oh Gott, wir bedienen gerade so viele Fetische damit. Oh wow, ich will nicht wissen, wie viele Leute sich darauf einen runtergeholt haben. Das möchte ich auch nicht wissen, aber ich glaube, es werden doch ein paar sein. Ja, also es gibt wirklich Leute, die auf sowas stehen, aber man kann es auch übertreiben mit dem Töten. Stirb. Stirb, habe ich gesagt. Gott, er brennt doch schon. Und finde dich. Oder wie sie in Bayern sagen, grüß Gott. Nee, so hoch will ich nicht. Das habe ich gestern schon gesagt. Hat das einer meiner Umschulungskollegen zu mir gemeint. Meint, grüß Gott, habe ich gemeint, nee, so hoch möchte ich nicht. Er hat mich etwas komisch angeguckt, weil er nicht wusste, was ich damit meine. Das ist halt so ein Gegenspruch. Den kennt halt aber nicht jeder. Genau. Also das ist, ja. Ich glaube, also bei mir muss ich, glaube also, ich... Ansehen, ja. Ja, aber das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Wieso? Hä? Ja, zeig mal, wie du das machen würdest. Ist das jetzt gelöst oder nicht? Ich glaube, ist es gelöst? Ich weiß es nicht. Weil ich Vorarbeit geleistet habe. Fertig. Das nennt man logisches Denken. Und ja, er hat das auch nur geschafft, weil sie die Vorarbeit geleistet hat. Stimmt. Ich musste aber auch zweimal hingucken, bis ich rausgefunden habe, wie er zumindest das letzte anschließen kann. Aber sehr interessantes Rätsel. Und eine Oha. Kiste, die man nicht aufkriegt. Oh Gott. Lass das, haben sie gerade gesagt. Hörst du auf? Ja, oh toll. Nein. Danke, super. Scheiße. Ganz. Ey, ja. Du kannst doch nicht einfach hier reinkommen und den Leuten einfach die Kisten kaputt machen. Was denkst du, wie die reagieren? Du kennst doch nicht dein Ja, so reagieren sie. Sie sind sauer. Und ich glaube, sie hat schon auch einen ganz schönen Teil von dem Komplex kaputt gemacht durch das Zerstören der Kiste. Augen auf, wenn man zu Besuch bei fremden Leuten ist, nicht immer alles gleich kaputt hauen. Die könnten einem das übel nehmen. Ich wünsche mir Schnee. Ich nicht, doch, obwohl ich auch. Ich wünsche mal ein Einfamilienhaus mit der Noah. Ich hab's gebucht.
Ja, du hattest wahrscheinlich deine zwei Wünsche vorher schon gehabt und das war jetzt der dritte. Weißt doch, vom Chin kriegt man immer nur drei Wünsche, nicht mehr. Nein, aber Schnee? Also ich sag mal so, so richtig schön Schnee, ja, wäre doch mal wieder was. Hatten wir hier die letzte Woche? Kurz, ganz, ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz. Aber ja, kurzes Vergnügen. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Brack. Oh, Junge! Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Brackbor besorgen, die entdeckt wurden. Ich verfresse ein Stück Scheiße. Sie beschrieben. Also, ich habe ja auch hin und wieder mal Hunger, und zwar richtig großen Hunger, aber mich selbst aufessen und beißen würde ich nicht. Aber wisst ihr, was schön ist? Wenn der Schmerz nachlässt. Fand nicht nur ich das jetzt gerade weird, wie kam... Nee. Nö. Aber schönes Oberteil. Das nenne ich mal geilen Tracker. Tracker. Gut ausgebaut. Mit Kamera. Wobei, das haben ja mittlerweile viele Tracker. Aber mit Disco-Kugel und geiler Musik, ja. Aber ich würde sagen, dem Fahrer des Kleinwagens, der ihn dann überholt hat, dem hat die Disco nicht gefallen. Buzzer, ich glaube 17. Ach, ist Buzzer, ne? Das ist eine ja, Buzzer-Frage, Terste, aber du hast vielleicht noch die Chance, denn 17 ist leider nicht. 18. Du darfst nicht nochmal. Scheiße. Meine Schuld. Erste, willst du 22? 22, sagt Terste, und das ist falsch. Die Longcross ist 15, man muss eine zum Rotieren haben können, 16, sage ich. 16 Farben ist nicht richtig. Wenn du jetzt auch falsch antwortet, dann dürfen alle wieder. Ich gehe hier rein mit 17. 17 ist das, die wir schon immer noch falsch. Darf ich jetzt nochmal? Alle wieder, ja. Geil, dann sag ich jetzt 18. 18! Das nehmen wir. Ja, ich dachte mir so 17 oder 18 und dann sag ich 17. Ja, so kann es gehen. Also ich hätte die Frage mit Among Us, wie viele Farben sie die Spieler wählen können, nicht gewusst, aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann dieses Spiel nicht leiden. Ich kenne es, ich habe es schon gesehen, aber... was meintest du jetzt? Ich habe gerade die Frage erst gesehen. Entschuldigung, Kistenkater, was normal? Das mit dem Hund. Ah, du meinst das, wo sie so gemacht hat? Nein, das war kein, das war aber eine Krähe eher und kein Huhn. Aber bei ihr ist das manchmal normal. Ja, sie ist so verrückt. Aber ich mag sie. Aber ist noch nicht perfekt. Ich muss beides nochmal neu beschießen. Weil du jietest dich nämlich in dieses Loch rein. Hallo, ich will drüber fahren. Ja. Bleib durch. Ja. Das war fies. Boah, ist das fies. Das macht man nicht. Man wartet, wenn man weiß, dass jemand auf so einer Rutsche ist, bis derjenige drüben ist und macht nicht vorher die Rutsche weg. Also sowas ist gemein. Das ist fies. Da sage ich immer so schön, da passt der Spruch. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. In der Apotheke, die Frau hat gesagt, ich darf 4 am Tag nehmen. Da dachte ich mir, ich nehme jetzt 2 und vom Schlafen hin 2. Oh. Oh. Eine Kapsel alle 6 Stunden. Ja, viel hilft viel, ne Leute? Ja, eigentlich sollte man das wissen, wenn es steht 4 Stück am Tag, heißt das natürlich nicht alles auf einmal nehmen oder die Hälfte an einer Zeit und die andere Hälfte an einer Zeit, sondern schön, dass es über den Tag verteilt ist. Bei solchen Medikamenten ist es nämlich meistens so, dass die eine bestimmte Wirkdauer haben und über diese Verteilen von 4 Kapseln zum Beispiel auf einen Tag, man den durchweg dann diesen Schutzfaktor hat.
diesen Hilfsfaktor. Nicht, aber wenn man zwei Stück morgens nimmt, das sind dann nicht 12 Stunden hintereinander weg und dann hat man wieder 12 Stunden, wenn man abends welche nimmt, sondern dann ist nach 6 Stunden trotzdem der Schutz weg und dann, ja, hat man Pech gehabt. So kann's gehen. Junge, da kommt der Resub rein von Mama Tashi 12. Ey, Jungs und Mädels, knüppelt mal bitte ein ganz, ganz dickes Kleiner als rein in den Chat für die leibliche Mutter von Mitashi 12. Riti der Piti. Mama, ich liebe dich. Dankeschön für 28 Monate. Mama, ich habe versprochen, dass ich für 10 Millionen Kanalpunkte meinen Zuschauern mein Arschloch zeige. Bist du stolz auf deinen Sohn? Oder geht? Also das erste fand ich jetzt doch lustig. Dass die eigene Mutter einen subbt und ein Abo schenkt, klar. Aber das letzte, nee, also das ist ein Punkt, den würde ich selbst bei mir in den Kanalpunkten nicht bringen. Also sowas braucht ihr nicht zu erwarten, dass das kommt. Aber ich habe ja gesagt, in den Osterferien werde ich gucken, dass ich da mal die Kanalpunkte-Sachen ein bisschen überarbeite. Und da mal gucken, was wir da so noch reinnehmen können. Also nach den Osterferien könnt ihr euch sicher sein, dass da ein paar Sachen dazugekommen sind, was das angeht, die jetzt noch ausstehen. Das können wir machen, ja. Ein bisschen. Oh, Chat, Tipp von mir am Rande, wenn ihr Beat Saber spielt, dreht euch auch in die richtige Richtung, wenn ihr das Lied gestartet habt. Ja, das macht Sinn bei der Sache, dass man das auch in der richtigen Richtung spielen sollte und natürlich nicht noch nebenbei was anderes erzählen sollte und gucken sollte. Also richtig hinstellen, richtig gucken. Aber ich finde immer noch diese VR-Brillen, sie haben was, ja, aber sie sind auch nicht ganz ungefährlich. So für Körper, Geist und vor allen Dingen Einrichtung. Okay, stinkt hier anscheinend. Eine Thrombose. Ein Thrombositen. Ein Thrombositen. Reaktions. Ein Thrombozitin. Ein Thrombo. Ein Thrombo. Ein Thrombo. Es ist ein. Es ist ein Thrombozen. Ich stopp jetzt mal kurz, weil sonst ist das Wort weg und ich kann es auch nicht mehr lesen. Thrombozytenaggregationshemmer. Schweres Wort, gebe ich ganz ehrlich zu, kann man Probleme mit haben. Es ist ein Thrombozytenaggregationshemmer. Es wird verwendet, um Blutgerinnsel zu verhindern. Man kann es auch einfacher sagen. Also erstmal zu dem Wort. Schön, dass du es auch hinkriegst, klar. Ist aber trotzdem, ich hätte es einfacher hingeschrieben. Ich hätte geschrieben, ist eine eine Thrombosespritze. Fertig, so. Einfacher. Zum einen. Zum anderen, nein, ich habe nicht den Katzenpulli an, ich habe den Eulenpulli an. Genau. Auf dem Katzenpulli steht nichts drauf, auf dem Eulenpulli steht was drauf. Das war nämlich die zweite Frage von unserem Kistenkater. Lustig, er stand gerade neben mir und hat neben mir hat genau drauf gucken können eigentlich. Aber gut, okay, er war noch nicht so ganz richtig wach. Sehen wir es ihm nach. Guck mal, ein Kalun, was verurteilst du mich jetzt? Ich jogge 7 Minuten pro Meter. Nein, warte. Das ist falsch rum. Ich laufe 6 Meter? Warte, meine Ehe ist irgendwie. Du joggst, das ist schon mal schön. Und dass du nicht weißt, wie viel und wie lang du joggst, ist, naja, gut, das musst du wissen. Zu der Aussage sage ich dir nachher was, Kistenkater. Also mit dem Pulli irgendwo rein. Genau. Weiter. Ich. Akeshi, okay. Nein! Ah, ich werde nicht jetzt in diesem Moment! Nicht in diesem Moment, Akeshi, danke für dein Raid! Nicht in diesem Moment! Du kannst doch nicht jetzt gerade. Wir haben bis vor einer Sekunde Pokémon gespielt, wirklich. Ja, ja, so kann's gehen. So kann's gehen. Das war ein sehr, sehr Ach so, ja. Das
dürfte. Ich hatte jetzt gerade nicht drauf geguckt, weil ich es lustig fand, was er gemacht hat. Er hat gerade aufgehört zu spielen, bekommt dann einen Raid rein. Das ist immer ganz lustig, wenn man gerade eigentlich aufhören will und dann kommt ein Raid und dann muss man dem Raid sagen, passt hier nicht. Das ist immer ganz schlecht, weil da so Raids natürlich was ganz Tolles sind. Aber das Mikro, das müsste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ein SM7B gewesen sein. Und ja, ich weiß, dass du so ein Mikro gerne hättest. Ich auch. Diese XLR-Mikros sind richtig genial. Aber sie sind halt auch nicht ganz billig. Dieses Lied, falls ihr es noch in einer etwas längeren Version hören wollt, schaut euch bei der React von der letzten Woche an, also von der 194. Da hat unsere Milchbaum das Lied in einer etwas längeren Fassung gebracht. Ich finde es immer noch melodisch sehr schön und den Tanz dazu, beziehungsweise die die Bewegungen dazu passten sehr gut. Und ich weiß jetzt gerade nicht, Kist, gerade was du meinst, deswegen lass uns das bitte später klären. Ja? Bitte, bitte. Okay. 2 Stufen leiser. Anstatt das in den Müll zu machen, macht Rose alles auf die Kopfplatte. Ja, genau. Nein, die Knockis sind dann noch nicht drin. Okay. Oh! Nein! Doch. Fuck. Ja, ich muss sagen, ich fand's nicht lustig, was gerade da abgelaufen ist. War ein schönes Beispiel für Unorganisiertheit beim Streamen. Wenn ich einen Kochstream mache, dann achte ich darauf, dass solche Sachen nicht passieren können. Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, Leute. Wenn ihr mit einer offenen Kerze und Papier agiert, weil, ja, sie hat jetzt nochmal Glück gehabt, denke ich mal. Aber das kann jetzt mal Wortspiel beiseite ins Auge gehen. Und kleiner Tipp, nur so am Rande, die Dinger heißen Gnocchi, nicht Gnocchi. Aber ich gebe zu, ich habe früher diesen Fehler auch gemacht. Bis mir ein Italiener gesagt hat, die Dinger heißen Gnocchi und nicht Gnocchi. Was? Okay. War das jetzt... ein... Let's go! Also ich nehme mal an, da jetzt keiner reagiert hat, dass das die Feinde waren, die sie da weggeputzt hat. Das war natürlich eine schöne Sache und gratuliere. Hm, das kann auch wehtun. Feuer? Ach, für das Fleisch. Mhm. Wieso regnet es hier jetzt auf einmal? Ach so, ja, die Wasser... Toll, das... Nein! Oh mein Gott! Auch auf beim Feuer machen. Man sollte schauen, wenn man das in einem Räumchen macht, dass die Sprengleranlage für die Feuerbekämpfung nicht genau oben drüber ist. Das, ja, das kann zu Komplikationen beim Feuer machen führen. Ah, ich hab voll den Pudi gekriegt. Schau mal, Chat. Es gibt Dinge, die muss ich nicht sehen. Oh Gott, meine Augen. Ich bin... Nenn ich blind. Denn wenn ich blind wäre, würde ich das, was unser Kistenkarte geschrieben hat, nicht sehen. Ich habe es geahnt. Naja, unser Kistenkarte und Survival Games.
Ja. Sie nennen ihn den Damm, den Gooch oder Arscheieranschluss. Wer auf diesem Planeten sagt Arscheieranschluss? Wer? Einige anscheinend. Niemand einige. Sagt das. Ich will niemand. Nicht mal die Kids, die Slay sagen oder so, sagen das. So. Das ist wieder mal so dieses typische Beispiel für: Wir müssen alles wortwörtlich ins Deutsche übersetzen. Einige wissen es ja vielleicht, dass ich eine Umschulung mache, und zwar zur Fachinformatikerin. Und wir haben da ein sehr tolles Lehrbuch vom Westermann Verlag. Nicht nur, dass dieses Buch mehr Brennwert als Lernwert hat, ganz ehrlich. Die Sachen, die da drin stehen, sind nicht nur aus Sicht des letzten Jahres total veraltet. Der Autor dieses Buches muss ein Freund von Copy-Paste gewesen sein. Also ich copy-paste alles, was ich finde, schaue aber nicht drüber, ob es passt oder richtig ist. Er nutzt dann auch noch die falschen Quellen dafür und dann geht er allen Ernstes hin. So. Wir haben es nachgeprüft und schreibt hin, dass das BIOS und das und UEFI eine Betriebssoftware ist. Wir haben gegoogelt, wir haben Wikipedia gefragt, wir haben selbst ChatGPT gefragt. Bei ChatGPT bekamen wir eine Antwort, aber weder Google noch Wikipedia kennen dieses Wort. Es gibt es nicht. ChatGPT schrieb, dass Betriebssoftware ein Synonym für Betriebssystem sein kann. Also da hat es mit Betriebssystem gleichgesetzt. So, bitte, liebe Welt da draußen, nicht alles muss wortwörtlich übersetzt werden. Das BIOS und das UEFI sind Firmwares, nichts anderes. Auch im Deutschen ist das eine Firmware. Und es ist eine Unsitte, das Wort Firm abzuleiten von Firma und deswegen Betrieb daraus zu machen. Was ich gesagt habe, lieber Kistenkater, sage ich dir dann, wenn ich fertig bin, damit du da weißt, weil das ist richtig übel gewesen. Gut, weiter geht's. Dem Zwergenheim hinweg scheint wirklich so etwas zu sein, was langsam aber sicher das Land... Danke, dass du da warst. Okay, danke schön. Gute Nacht, schlaf gut. Schlaf gut. Hab dich lieb, Sepp, mein Schatz. Sepp, war ich gar nicht gemutet, what the fuck? Nein, aber Sepp, nee, das ist gut. Sepp, mein Mutt sagt gute Nacht, I'm sorry. Gute Nacht. Ja, der Moment, in dem du feststellst, dass du vergessen hast, den Mute-Knopf zu drücken, das hatten wir gestern, gestern oder vorgestern hatten wir das auch. Da habe ich mich mit dem Kollegen hinten dran unterhalten über was und er sprach voller Inbrunst in das was aus und plötzlich meinte unser Dozent so, wolltest du was dazu beitragen? Und wir so, oh nein, scheiße, ich habe vergessen, das Mikrofon zu muten. Er hatte, weil wir sind in der Teams-Session dann immer, also nicht Teams, wir benutzen Zoom. Zoom und wir haben halt eine Taste, um das Mikrofon zu muten, damit nicht immer alles übertragen wird. Und es hat sich halt so eingebürgert, wir drücken den, wenn wir sprechen, den Knopf, damit wir sprechen können. Und das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man das auch macht, wenn man sich so direkt über den Tisch vor unterhält. Das war richtig lustig. Ja. Guck dir das an. Ja, da flog das Geld direkt aus dem Bildschirm in den Mund. Cool gemacht. Sagt mir jetzt bitte nicht, dass man mit sowas Geld verdienen kann. Wenn das wirklich der Fall ist, dass man mit so etwas Geld verdienen kann. Kistenkater, wir machen eine Straßenband auf.
shit on my bow. Au! Oh, Panik. Ich hab die Kippe weggeschmissen. Irgendwo liegt die Kippe hier im Boden. Gar nicht gut. Oh, oh. Panik. Wo ist meine... Ich brauch Taschenlampe. Die glüht noch. Boah, ich... Oh, gar nicht gut. Ich hab die hier vorne irgendwo hingeschmissen, Alter. Hier sind nur brennbare Sachen. Gili, Alter. Oh, wo ist die Kippe jetzt? Ja, so kann's gehen. Ganz schnell hat man einen Wohnungsbrand, weil die Kippe weggeflogen ist. Ja, also, Vorsicht beim Rauchen und was das für Hühner waren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren es koreanische Hühner. Das war nicht ganz Textsicherheit, aber gut gemacht. Und sie hat mal nicht rumgeschrien. Das ist immerhin schon mal etwas. Also sonst schreit sie immer rum. Das war jetzt lustig. Also erstens mal der Moment, in dem du feststellst, dass du vergessen hast, die Backform einzufetten. Ist gerade immer denken, entweder Backpapier reinpacken oder gut einfetten. Das ist wichtig. Zweitens, wenn man so etwas macht, die Form kurz nehmen und wenn man den Teig drin hat, kurz schütteln damit oder kurz aufkloppen, damit die Luftblasen rausgehen. Denn das Problem ist, was wir gesehen haben, da war eine riesengroße Luftblase, die sich natürlich im Backvorgang noch ausgedehnt hat und der sich den Kuchen ausgehöhlt hat. Deswegen ist der oben abgebrochen. Und wie gesagt, ja, habe ich ja gesagt, ein Fett nicht vergessen. Das nenne ich mal Service. Ja, hier bei der Session hat man jemanden, der das Trinken anreicht und nicht nur anreicht. Sehr gut. Nein! Ah! Es geht noch weiter. Sabi? Nein! Sabi, ja, ja. Der Moment, in dem man feststellt, dass man nicht in der letzten... Der Moment, in dem man feststellt, dass man nicht in der letzten Runde war, sondern erst in der vorletzten. Kleiner Tipp, bei manchen Strecken bei Mario Kart gibt es sogar mehr als 3 Runden. Ich hatte jetzt gestern eine. Da habe ich sogar 7 Runden fahren müssen. Gut. Hey, cool. Wie machen die das? Okay. Die hatten alle einen Mary Poppins Schirm. Wo kriegt man sowas? Ich will auch einen haben. An der Stelle, wo ich gerade die Palisade neu gesetzt habe. Schnapp dir mal Pfeil und Bogen, guck mal, ob du mich treffen kannst. Kai, hast du mal neue Blaupause setzen oder was? Ja. Es geht. Eigentlich. Ich hab einen Pfeil im Gesicht. Kannst du den bitte wieder rausziehen? Das tut weh. Es tut weh, Axel. Zieh ihn wieder raus. Ich sehe ihn in meinem Bildschirm. Ja, das sollte man vorher bedenken, wenn man solche Aufträge gibt. Schieß mal mit dem Pfeil und Bogen auf mich. Ja klar, dass du dann getroffen wirst und den Pfeil irgendwo stecken hast. Aber es ist sehr interessant, dass du den Pfeil irgendwo stecken hast und nicht tot umgefallen ist. Schöne Pimmel. Guck mal hier. Oh lol, das ist meine Oh Crew. Mein Gott. Wie mit denen. Alter. Ich guck jetzt so. Ja, das ist aus PUBG geworden. Das ist PUBG. Okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich dieses Spiel nicht anfange und nie anfangen werde.
weil es einfach zu verrückt ist. Guckt mal, wenn ihr sagt, ich sehe gut aus, mache ich einfach so Sachen, ja? So. Hey! Hey, das war doch eine coole Optik. Nein, das war jetzt so kurz gemacht und ihr habt es für klein gesehen, wenn überhaupt. Der hat das nicht aus Solidarität nicht gefunden. Wir haben es wirklich nicht gefunden, Herrgott nochmal. Ne? Berliner macht Schilder. Für so Deppen wie mich. Ich will nicht wissen, wie viele enttäuschte Menschen ihr schon in Berlin hattet, die einfach diesen scheiß Alexanderplatz nicht gefunden haben und dann wieder nach Hause gefahren sind. Warum? Moment. Moment. Du willst mir jetzt allen Ernstes erzählen, du warst in Berlin und hast den Alexanderplatz nicht gefunden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich wohne nicht in Berlin. Ich habe zwar schon in Berlin gewohnt, aber jetzt tue ich es nicht mehr. Und selbst ich habe, als ich im Sommer in Berlin war, den bei Alexanderplatz gefunden, und zwar ohne Probleme. Das, ja, okay. Ist halt so. Wie ging das Ergebnis bei Anne aus? Ach ja, da war doch was. Da war doch was. Mit 60% übernatürlich. Das ist jetzt Kraftquelle, ja? Das ist eine Kraftquelle, jawohl. Schade, Chat. Jetzt kann ich sie nicht kontrollieren. Oh, so ein Mist aber auch. Oh mein Gott. Und sie hätte es ja toll gefunden. Es hätte mir so viel Spaß gemacht. Oh ja. Oh ja, es hätte mir so gefallen. Oh ja. Oh bitte, kontrolliere mich, mach Sachen mit mir. Es wird mir gefallen. Ja. Das war weird, aber wartet mal gerade einen Moment. Ich mach mal kurz den Ton weg. Der Kistenteiler will was von mir. Weil ich es gerade reinkick, auch wenn ihr das auf YouTube hört, falls es noch drinne geblieben ist, natürlich veraltet ist, aber für diejenigen, die zuschauen, aktuell, die Diablo 4 Surfer sind momentan nicht verfügbar. Gut, aber das war weird. Aber Anne, sie soll Dinge mit dir machen? Sie darf dich kontrollieren? Das ist gefährlich. Vorsicht mit solchen Aussagen. Einsatz verpasst, sorry. ihr habt mich nicht gehört. Klar, ich sollte ja auch das Mikrofon wieder aufmachen, wenn ich was sage. Ich hatte gerade gemeint gehabt, ja, das war so der Moment. Man sollte schon darauf achten, wenn man singt, oder wenn man so ein Karaoke-Ding macht, nicht in dem Augenblick die Augen zuzumachen, wenn der Einsatz kommt, weil das ist ganz schlecht. Genau. Und was ich gerade noch gesagt habe, weil es, ich muss das rausschneiden dann, falls ihr gerade Diablo 4 spielen wollt, die Server sind down. Aber falls ich das drinnen lasse im YouTube-Video, ist das natürlich schon veraltet. So, jetzt aber. Ich glaube, die Katze will kuscheln. Also, erstens mal kuscheln, ja, denke ich mal schon. Zweitens mal, das ist ein Hund und keine Katze. Das war ein Windhund. Wie kommst du darauf, dass das eine Katze war? Augen auf beim Haustierkauf oder so ähnlich. Nein, sie hat ja das Haustier nicht gekauft, aber das war ein Hund. Elektronische sportliche Betätigung hört sich schon fast wie Folter an. Sport. Deswegen ist es E-Sport. E-Sport. Nein, nicht wirklich. Aber gute Erklärung. Aber es heißt ja auch E, nicht I. Das E wird halt im Englischen I gesprochen. Aber auch ein interessanter Dings. Aber wir wissen ja alle, Sport ist Mord. Deswegen machen ihn so wenig. Oh, hi. Nein, du schießt jetzt nicht mit dem Panzer auf dieses Ding. Ist ja klar. Was sonst? Wie am Clip. Ja, das passiert, wenn man seine Waffen nicht im Griff hat. Und dann will man den Panzer abschießen und schießt sich selbst ab. Er hätte natürlich auch mit dem Panzer auf die Box schießen können, dann wären die Boxen aber wahrscheinlich weggeflogen. Aber gut. Ja. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein.
So, bitte mal hoffen, dass es nicht wieder abstürzt. Doch. Oh, nee! Doch, das passiert. Das ist halt so. Kann man halt nicht ändern. Passiert immer wieder. Solche Sachen. Genau. Okay. Schub sie erstmal in die falsche Richtung. Ja. Kann ich hier hoch? Nein, du kannst runter. You are dead. Man stellt sich nicht an eine Kante und tritt zurück. Also, wenn man mit dem Rücken zur Kante steht, meine ich natürlich. Wenn man mit dem Gesicht zur Kante steht, ist das durchaus in Ordnung. Aber so nicht. Ja, ja, so kann's gehen. Zum Heilen Gesundheitsspray benutzen. Ja. Nee, nee, nicht gut. Gar nicht gut. Nee, 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 nee. Mach das nicht nach, liebe Kinder. Nicht nachmachen. Du solltest das tun. Da zieh ich die Glocke. Okay. Sagt mir jetzt bitte nicht, dass das wirklich geht. Ich kenne Hogwarts Legacy, also als Spiel zwar ja, aber ich kenne den Inhalt nicht. Kann man wirklich da die Zauberstäbe in Pistolen verwandeln? Oder war das jetzt einfach nur drüber gelegt? Nein. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ja, löscht mich. Hallo, hier, ich brenne. Halt, halt, hier. Leute, Jungs, hallo. Nein. Jungs, hallo, hier, hier brennt. Ja, ja, der Moment, in dem die Feuerwehr denkt, die Feuerwehr sich eher selber rettet als denjenigen, die sie retten sollen, das ist ganz übel. Geil, geil. Hä? Warte mal, warum hört die Rico nicht? Hört auf mich zu trollen, hä? Die trollen mich! Ja, weil du ein Mute-Zeichen oben hast. Hä? Stop! Bei Gott. Voila. Hä, natürlich! Natürlich hört ihr Riku. Ihr Fischköppe. Fischköpp-Kos. Wir hören sie nein, nicht. Nein, hören wir nicht. Du trollst mich doch, oder? Ist mir ja voll verwirrt. Warte mal, so? Ah doch, lol. Ich muss halt immer aufstehen, um was zu machen, ey. Ich hatte aus Versehen Discord gemutet. Ja. Aber dann den der Community vorwerfen, dass man getrollt wird. Das war bei mir ja gerade eben auch so. Ich habe aus Versehen im falschen Fenster geklickt und hatte mein Mikrofon gemutet. Und ich habe auch nicht gesagt, wie, was, ihr hört mich nicht, hört auf mich zu trollen. Nein, nein, das passiert. Immer erstmal alles Technische kontrollieren, ob es passt. Hm. Wobei ich mich manchmal wundere, weil ich bestehe ja eigentlich zu 98% aus Wasser. Ich würde sagen, das ist kein Wasser, sondern Fett. Der Moment, in dem er beschlossen hat, sich zu trennen. Nein, ihr wisst ja auch, dass wir Menschen zu 98%, nein, zu 20% die Gene mit einer Banane teilen. Also wenn ihr sagt, ich bin Banane, ist das gar nicht so falsch. Ich muss niesen. Gesundheit. Okay, das ist, wenn man den Finger auf der Taste hat für den Zauber. Sollte man aber vorsichtig sein. Am falschen Fleck könnte das zu Komplikationen führen. Ein Bild von ihr oder so. Damit alle wissen, wer das ist. Nein. Oh Gott sei Dank! Ja, das war ein schöner Bug und der hat gut geholfen. Immerhin hast du ein ganz schönes Stück von dem Weg übersprungen, auf Deutsch gesagt. Also ich weiß nicht, wie ich 89% hingekriegt habe. Ich weiß nicht, wie ich 2 Millionen Prozent habe. Guckt mal. Nee, Minus. Minus. Ey, Gerda, du hast Minus. Also das ist eine Kunst, so viel Minusprozente zu sammeln. Also, die hat ja gar nichts hingekriegt, würde ich sagen. Einfach eine saubere Wurst. Ich sag's, wie es ist. Mach dir auch selbstbewusst. Ich sag's so, wie es ist. Das wird ein neuer Lebensabschnitt. Ich sag's, wie es ist. Oh,
Das war ein talkiger Sonntag. Ich sag's, wie es ist. Ich bin ja auch ein Filtergirl, ne? Ich sag's, wie es ist. Ina, die sehen alle gleich aus. Ich sag's, wie es ist. Ich kann mich in solche Frauen nicht hineinversetzen, du. Ich sag dir, wie es ist. Alter, wie oft sag ich denn das? Hab ich's heute auf Gottes Willen. Ja. Manchmal sind solche Counter gar nicht schlecht. Aber, ja. Bei mir würde das in dem Punkt hinhalten mit dem ich weiß, ich sag's zu oft. Ich schneide es auch sehr gerne aus meinen Tonspuren raus, gebe ich zu. So, eiert nicht lange rum, abonniert Twitch Clip Germany. La 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 la. Ja, das war heute mal das Ending von den Flip-Floyds. Am lautesten hat man Olli gehört. Aber es war wieder eine tolle Folge. Das kann ich schon mal sagen. Also da gibt es einen Daumen hoch von mir. Und ihr habt's gehört. Abonniert Twitch Clips Germany. Das ist ganz wichtig. Deswegen machen wir das jetzt hier auch. Wie immer, abonniert ist schon. Däumchen hoch gibt's von mir diese Woche auch wieder, wie immer. Und ja, wenn euch das Ganze hier bei mir gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir auch ein Däumchen nach oben da lasst als Dankeschön. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, viele, viele schauen meine Videos und haben mich noch nicht abonniert. Macht das doch einfach mal. Es tut nicht weh, kostet euch nichts, hilft aber ganz gewaltig beim Schönerwerden. Und deswegen würde ich mich darüber freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Glöckchen aktivieren, dann kriegt ihr eine kleine Benachrichtigung, wenn was Neues da ist. Und falls ihr euch das Ganze ohne Kommentare nochmal anhören wollt, da unten in der Videobeschreibung ist das Ganze im Originalvideo verlinkt. Da könnt ihr draufklicken, landet ihr dann drüben. Und falls ihr Anregungen, Ideen, Vorschläge, Kritik oder sonst irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, unten in der Kommentarsektion gibt es da die Möglichkeit dazu. Und ich würde mich auch da freuen und gehe natürlich auf jeden Link ein. Für die Woche und für die Folge 195 der Twitch Clips Germany sagt euch Tschüss, eure Josie.